Hallöchen, meine Lieben. Weil euch das letzte Reaction-Video, was ja so ein bisschen medizinisch angehaucht war, so gut gefallen hat, gibt es heute einen zweiten Teil. Und es geht unter anderem um Liebeskummer. Wie ihr wisst, studiere ich ja Medizin. Und deswegen habe ich mir ja schon mal WG-Videos angeguckt und die so ein bisschen medizinisch kommentiert. Heute gibt es quasi eine kleine Fortsetzung davon. Und ich gebe zu, ich habe selber nicht alle WG-Folgen gesehen. Und deswegen bin ich jetzt selbst auch gespannt, was kommt. Also legen wir mal los. Oh, die Jungs-WG aus Italien ist das. In the group, I'm too shy to talk to you. Wieder einmal gibt es Verständigungsprobleme und Annas Freundin Julia. Oh, das wird jetzt gleich schlimm. Aber mit dem, was sie ihm sagen muss. Und dazu noch die Kommunikationsprobleme. Okay. So. Der Arme. Und dann auch noch diese Musik dazu, das macht es ja nur noch schlimmer. Was ist das? Die hat einen Freund. Nein, warte. Die hat einen Freund. Warte einen Moment. Die hat verdammt nochmal einen Freund. Wenn das jetzt so, mein Herz ist dann kaputt. Das mit dem gebrochenen Herzen, knack. Das gibt's auch wirklich. Auch medizinisch gesehen spricht man da von einem Broken Heart Syndrom, also einem gebrochenen Herzsyndrom. Und das kann teilweise wirklich so übel sein, weil man so dollen Liebeskummer und Stress hat, dass sich das anfühlt wie ein Herzinfarkt. Dass man Schmerzen hat, vor allem so auf der linken Seite und Bauchweh. Ich finde so, das Herz und die Seele, das sind zwei Dinge. Gerade die Seele. Der ist echt fix und fertig. Weißt du, aber die ist so schwer wieder aufzubauen, einfach. Ich kann es jetzt zwar nicht übel nehmen, dass sie einen Freund hat, aber mir das eine Woche lang nicht zu sagen, mir da solche Hoffnung zu machen, das ist eine ganze. Boah, das ist aber auch wirklich fies, eine Woche den da so zappeln zu lassen. Ich weiß, eigentlich sollte anstatt mir jetzt hier anders sitzen, neben dir, aber ja. Oh, das ist aber echt ein guter Freund. Es tut mir so leid für dich, komm. Es tut mir so leid für dich. Also ich finde es ganz wichtig, dass man sich bei Liebeskummer nicht eben in sein Zimmer einschließt und das versucht allein zu verarbeiten, sondern eben einen Freund dabei zu haben, der ihn tröstet und unterstützt. Und damit hat Robin wirklich vollkommen recht. Unsere Gesundheit besteht ja nicht nur aus unserem Körper, sondern genauso wichtig sind auch unsere Gedanken und unsere Psyche. Und wenn ihr da mal überlastet seid oder negative Gedanken habt, dann fresst das nicht in euch hinein, sondern wendet euch an eure Familie, die Eltern oder irgendwelche Vertrauenslehrer, die ihr habt, mit denen ihr euch gut versteht. Oder schaut im Internet einfach mal nach. Da gibt es auch zahlreiche Angebote, an die ihr euch wenden könnt. Also ich fand es richtig, richtig cool, als das erste Mal unter Wasser ging. Plötzlich, ich würde auch so gerne mal tauchen. Das war echt mystisch, das Gefühl. Aber auch irgendwie scary. Unter Wasser muss man mal einen Druckausgleich machen. Das Wasser sieht so toll aus. Weil wenn man es nicht macht, dann kriegt man richtig, richtig harten Druck auf den Ohren. Ganz wichtig. Nennt sich übrigens Valsava-Manöver. You try to blow from the nose. You have to jetzt zeigt er uns, wie es geht. Like a bob. Oh, ja. Ich hasse das. Warum es so ein Blob macht, das hat auch seine Gründe. Und zwar geht es eigentlich bei diesem Manöver darum, einen Druck im Mittelohr auszugleichen. Und da gibt es so eine bestimmte Röhre, die heißt auch Eustachio-Röhre, so ein ganz besonderer Name, der das Mittelohr mit dem Nasenrachenraum verbindet. Wenn man jetzt das macht, dann hört man es ploppen, weil die Röhre geöffnet wird. Es öffnet sich ein Deckel, der Druckausgleich findet statt und man hat es geschafft. Ja, okay. Ich kann das nicht, ich kann nur gähnen oder schlucken. Hier rein. Das können auch nicht alle Menschen. Hä? Du musst das können, sonst hast du ein Problem. Überforderung pur. Oh, perfetto. Okay. So ein Druckausgleich kann zum Beispiel auch nicht nur beim Tauchen zum Beispiel sehr hilfreich sein, sondern auch wenn man fliegt. Da kennt man das ja manchmal, wenn man abhebt oder wieder landet, dass man auf einmal so einen Druck auf den Ohren hat. Da hilft das auch. Oh, schick. Leute, habt ihr vielleicht ein bisschen Deo für mich? Ja, klar. Deo wichtig, ne? Das Deo von mir, das riecht halt eher blumig, eher. Weiß nicht, wenn. Aber Deo mit Gerüchen wird mir auch manchmal schlecht. Leute, rieche ich jetzt gut. Aber besser als Schweiß. Mit dem Stinken ist das ja echt so eine Sache, weil eigentlich können wir da nicht so wirklich was für. Also erstmal ganz grob. Unsere Schweißdrüsen, die werden so mit der Pubertät so aktiviert. Also die haben wir schon unser Leben lang, aber mit der Pubertät fangen sie dann so richtig an zu arbeiten. Und unser Schweiß an sich ist eigentlich gar nicht so das Problem. Dieser besteht nämlich eigentlich nur aus Wasser, Fett und Zucker und riecht nach gar nichts.
Was aber das Problem ist, sind die Bakterien, die ja eigentlich total nützlich sind für uns, aber sie lieben es feucht und warm und deswegen vor allem in diesen Regionen. Und ja, die machen sich den Schweiß zunutze, schlemmen da schön dran und teilen den in die übel riechende Ameisensäure und die ranzige Buttersäure. Und diese große Kombi, die macht den Gestank aus. Kennt ihr diese Menschen, die so richtig doll riechen, so man riecht sie noch in 10 Metern Entfernung und du bist so, okay. Es ist richtig wichtig, gut zu riechen, weil ich will ja auch nicht, dass andere stinken. Boah, das stimmt, das ist echt unangenehm. Und manchmal merkt man das nicht mal. Ich habe halt Angst, dass ich zu viel am Ende mache. Ja. So Leute, die sich von oben bis unten einspülen. Dann laufen die an dir vorbei und dann kommt so ein Windschelle. So eine Parfümschelle. Oder man merkt einfach schon, dass die Person da ist. Ja. Also ich glaube, 2 Spritzer vom Deo reichen so. Also hier, fertig. Oh, Alexei. Das riecht nicht schlecht. Haben Sie Kaffeebohnen? Ja, einen Moment bitte. Zur Neutralisation. Neutralisation. Aaron war damals schon zu clever für uns alle. Ja. Also gibt's irgendwelche Parfums für unser Alter, die jetzt direkt für Teenager, sag ich mal, gedacht sind? Genau. Gibt es. Das sind diese, was soll das bedeuten? Oder? Richtig, Playboy, das wäre genau. Und was zeichnet die Playboy Parfum? Gut. Die ausgerichtet sind, dass die sind frischer. Die die Zutaten, die Wirkstoffe, die da drin sind. Die wollen die auch Pheromone hinaus? Pheromone. Ohne Flachs? Richtig. Also Pheromone. Pheromone, sind so eine wichtige chemische Botenstoffe. Botenstoffe. Und die gefallen Frauen. Punkt um. Hat er recht mit. Oder sie gefallen einem nicht. Das kann ja auch leider passieren. Steht irgendwie drauf. So ein Pheromon-Junkie, der wird dann super bei Frauen ankommen. Wenn der jetzt sich pure Pheromone hier überall hinsprüht. Und so, oh, geil. Aber ich glaube, so ein bisschen durcheinander sind die dann doch gekommen mit diesem Begriff Pheromon. Weil eigentlich meint man damit so natürliche Duftstoffe. Das sind so klitzekleine Botenstoffe, die überall durch die Luft schwirren. Und die docken dann bei deinem Gegenüber an. Die Information wird an dein Gehirn gesendet und dein Gehirn sagt dir dann, ob du das magst oder halt nicht. Oh mein Gott! Die Mädels in Valencia. Oh mein Gott! Was passiert jetzt? Das war so 103 Millionen. Die springen da doch nicht runter, oder? 7 Meter. Das ist ganz genau. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst irgendwie. Kann ich kurz vorher noch mal aufs Klo, weil sonst mache ich mir die Hose. Dass man dann Pipi muss, das kommt manchmal vor. Also ich glaube, wäre ich nicht aufs Klo gegangen, hätte ich eine volle Kanne in die Hose gepinkelt. Oh nee, bei Aufregung ist das sowieso schlimm. In so stressigen Situationen aufs Klo gehen zu müssen, ist ja schon ziemlich lästig manchmal. Weil eigentlich ist die Blase ja gar nicht gefüllt und man muss gar nicht aufs Klo. Aber der Körper sagt einem das einfach die ganze Zeit. Weil eigentlich ist das ja so, unsere Blase ist gefüllt, unser Gehirn weiß, wir müssen jetzt mal uns aufs Töpfchen setzen. Aber in so Stresssituationen läuft das leider so ein bisschen anders, dass unser Nervensystem so ein bisschen durcheinander kommt und uns die ganze Zeit sagt, aufs Klo zu müssen, obwohl dann auch gar nichts kommt. Schade. Wartet auf mich! Ja, wir warten. Und entleert. Yay. Oh, mir ist so schlecht. Ich bin kurz davor, irgendwie hier zu erbrechen. Oh, ist das stressig. Chang, das schaffst du! Ich hoffe, da hat niemand Höhenangst. Oh mein Gott. Oh Gott, Chang. Boah, sie ist so mutig. Ich kann gar nicht hingucken, Mann. Oh mein Gott, was passiert da? Super, machst du prima. Bitte halt dich fest. Chang. Oh mein Gott, Chang, ich jetzt die ganze Spaß. 3, 2, 1, yes! Jetzt einfach geschafft. Schreien bei Menschen ist schon was ziemlich Besonderes, denn wir sind die Einzigen, die das Schreien nicht nur in Gefahr- oder Alarmsituationen nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen, sondern auch bei Freude oder bei Lust. Anscheinend ist es nämlich in der Tierwelt ganz anders. Die nutzen das Schreien nur, um Gefahr zu signalisieren. Das war so ein krasser Adrenalinkick. Das war so enorm, extrem genial. Alles Ruhe? Ja, das ist mega! Also wirklich super krass, was unser Körper bei so einem Sprung oder in so einer Situation mit uns macht. Das ist ja die vollkommene Angstsituation und der Körper denkt sich,
boah, Gefahr. Und er schüttet dann einfach maximal diesen Botenstoff Adrenalin aus. Adrenalin verleitet uns jetzt in einen Zustand vollster Leistungsfähigkeit. Unser Gehirn wird maximal mit Blut versorgt. Unser Herz pumpt extrem. Und für manche Menschen ist dieser Flash, sag ich mal, mega das geile Gefühl. Für andere nicht so, denen wird eher übel und die mögen das wirklich gar nicht leiden. So, ihr Lieben, wir sind am Ende angelangt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne einen lieben Kommentar, gebt uns ein Gefällt mir und abonniert diesen Kanal. Vielleicht gibt es ja auch noch dann ein weiteres Reaction-Video von mir. Bis bald!